Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ASA. Ja, ich habe ein bisschen, also ich habe nur einen Abend weitergespielt und habe da so ein paar Sachen gemacht. Und zwar, wir haben ein paar Tiere mehr. Keins davon habe ich wirklich gezähmt im herkömmlichen Sinne, sondern ich habe die alle adoptiert, nachdem ich sie zu Waisen gemacht habe. Also der Raptor ist der einzige, den ich wirklich gezähmt habe, mal abgesehen von dem Jabor und dem Geier. Ja, und dem Morellatops, aber die habt ihr ja alle gesehen. Die hier sind Geschwister gewesen, da habe ich das Elterntier getötet und beide Kinder übernommen. Das gleiche beim Procoptodon und beim Terrorvogel. Und ich habe auch noch irgendwo eine Dornenechse. Hier, genau. Da habe ich jeweils immer die Eltern getötet und die Jungen mitgenommen. Die waren auch alle gleich da drüben so, ne? So in dem Bereich da drüben. Ja, und wie ihr seht, habe ich mir diese coole Windmühle gemacht, weil ich dachte, die produziert Strom, aber das tut sie überhaupt nicht. Sondern die sorgt nur dafür, oder? Doch, tut sie. Ha! Ich nehme alles wieder zurück. Sie tut es. Da steht nämlich, also hier steht ja dabei, Converts the force of wind into electricity. Das ist aber die aus Metall. Das steht aber bei der aus Holz nicht dabei. Da steht nur, dass sie dafür sorgt, dass Stromgeneratoren weniger schnell kaputt gehen. So, wie viel Wind haben wir denn jetzt hier? 40%. Okay. Das hatte ich beim letzten Mal, als ich sie aufgestellt habe, nämlich auch. Und da drehte sie sich ganz langsam und ich konnte das Ding nicht anmachen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, es funktioniert nicht. Aber offenbar funktioniert es doch. Na, das ist ja wunderbar. Was ich jetzt noch machen will, ist, ich wollte mir eine Flinte herstellen. Eine reguläre, ganz normale Flinte. Und dafür brauche ich, 95 Metall. Das ist dann doch mehr, als ich befürchtet habe. Schade, so viel habe ich nicht. Dann müssen wir eben hier noch ein bisschen länger ausharren. Abgesehen davon, dass ich das Metall ja nicht habe. Also selbst wenn ich die Flinte habe, habe ich ja noch lange keine Munition. Die müsste ich mir ja dann auch erst nochmal machen. Genau, ich wollte nämlich mal losziehen und mir vielleicht schon mal eine Lymantria. Meinetwegen auch eine total low-levelige Lymantria, aber irgendwie mal eine Lymantria holen, damit wir was zum Fliegen haben. In der Zwischenzeit kann das Zeug ja hier weiter vor sich hin brodeln. Ich muss mal kurz gucken. Ich hatte eigentlich auch mal Bolas da, 3 Stück. Na, hoffentlich reicht es. Und ansonsten frisst die ja einfach Beeren. Hier sind nämlich so ein paar total low-levelige. Die haben so Level 15 oder so. Und ich hoffe, dass ich die zähmen kann, indem ich nur ein einziges Mal mit einer Bola drauf habe. Guckt euch die Gesellschaft da unten an. Der Wahnsinn. Was habt denn ihr so für Level, damit ich weiß, ob das klug oder weniger klug ist. 5, 25, 35 und du? 75, na gut. Sollte aber unserer schaffen. Na, weil wenn ich jetzt hier eine Lymantria irgendwo betäube, dann kommen die ja direkt vorbei und fressen die direkt auch gleich wieder auf. Also ich glaube aber, meiner schafft das. Also mal abgesehen davon, müssen wir erstmal eine finden. Gerade eben, als ich mich eingeloggt habe, da ist hier nämlich direkt eine vor meiner Nase lang geflogen. Deswegen dachte ich, ach ja, gute Idee, sollten wir mal machen. Ist ja auch ein weiteres Scorched Earth-Tier. Müsste ich allerdings auch nochmal einen Sattel lernen. Also meine Engram-Punkte, die schmelzen so langsam. Wir brauchen definitiv mal irgendwie auf The Island oder Scorched Earth einen Aufstieg mit weiteren 15 Leveln. So, das kriegen wir dir hier hin. So, was ich auch gemacht habe. Ich mache mal hier nur die von Scorched Earth an. Unlock Notes. So, und zwar haben wir ja die Helena, den Rockwell, die Gaia und den Dakea. Die habe ich alle schon aufgedeckt, wie ihr seht. Ja, ich kann auch alle anzeigen, da sieht das nicht ganz so spektakulär aus, aber das ist schon mal nicht schlecht, denn ich bin mit dem Terrorvogel einmal rund um die Map, außen um die Wüste rum, wie ihr seht. Machen wir mal die andere Map auf, da sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Ja, also einmal außen rum. Hier irgendwo ist die Wivernschlucht, man sieht sie nicht, weil ich mich einfach so nah nicht rangetraut habe. Oder nee, hier ist, glaube ich, die Wivernschlucht. Hier ist der grüne Obelisk, hier ist der blaue Obelisk und hier irgendwo ist der rote Obelisk. Das ist toll hier. Das ist eine richtig, richtig typische Dschungeloase. Die sieht wirklich wunderschön aus. Warum will ich außerdem eine Lymantria? Erstmal, weil wir dann natürlich noch mehr Explorer-Notes aufmachen können. Wir wollen die ja irgendwann alle mal haben. Na du, bist du vielleicht eins von den Jungtieren? Ich habe auch andere Morellatops getötet, die hatten auch Jungtiere. Ich habe die nur einfach immer nicht gefunden. Ja, wie gesagt, also wir wollen ja irgendwann mal alle Explorer-Notes aufmachen und man sieht die aus der Luft natürlich viel besser und man kommt ja auch viel sicherer ran.
Aber ich will mir natürlich auch mal irgendwie einen richtig guten Spot aussuchen, wo ich dann mich wirklich vielleicht auch längerfristig mal mit meiner Wildweststadt niederlasse. Bist du 20? Ist doch schon mal nicht schlecht. Ach guck, da sind so viele. Die Weiße sieht ja toll aus. 20, ja, du siehst schön aus. Die da unten. 45. Ja, also tatsächlich, ich würde es erstmal mit so einer Low-Level-Motte versuchen. Muss nur mal ganz kurz hier erstmal die richtigen Pfeile auflegen. So, und dann müssen wir Fans beseitigen. Na, kommt. So. Ja, die darf gerne mal... Also, Entschuldigung. Die darf gerne mal runterkommen. Die setzen sich ja regelmäßig mal hin. Und wenn sie das tut, dann werde ich versuchen, sie zu bolan. Und dann werde ich versuchen, sie zu beschießen. Die gefällt mir. Na, jetzt vielleicht? Nee. Aber jetzt war sie so schön niedrig gewesen, da hätte ich sie wahrscheinlich auch so bekommen. Aber irgendjemand will mich schon wieder angreifen. Nee, nur dann, aber hat sie es dann doch anders überlegt? Oder auch nicht? Komisch, dass sie einfach nur so dastehen und sich das Ganze angucken. Aber wir brauchen die ja hier eh nicht, wenn wir hier eine Lumantria zähmen wollen. Meine Güte, ist das lästig mit euch. Ja, wie gesagt, es ist mit dem Wetterphänomen. Also ich sehe das auch bei anderen. Ich habe das auch schon bei anderen gelesen, in Kommentaren, in Fotos, in Foren. Das scheint momentan wirklich so ein Ding zu sein, ne? Also dass einfach ein Wetterevent das andere jagt, ohne Pause, ohne Unterlass. Und dass das nicht normal sein kann. Also früher hatte man vielleicht so 2 am Tag oder so. Jetzt hast du 20 am Tag. Also mal abgesehen davon, deswegen nehme ich auch das Jabor schon gar nicht mehr mit. Das piept einfach die ganze Zeit. Das ist einfach lästig. Das nervt einfach. Weil ich mir das nicht die ganze Zeit anhören will. Na komm schon, so viele können das nicht sein. So viele können das nicht sein. Gibt's das? Mann! Was ist denn jetzt los? Jetzt sind wir hier durch den Pups gelaufen. Kann ich mich nicht bewegen. Es ist so lästig. Beweg dich. Ja, wie ihr seht, es funktioniert halt alles nicht so, wie man sich das immer wünscht und vorstellt. Also, ne. Eigentlich hätte der viel, viel schneller betäubt sein müssen, das Vieh. Ist es die hier gewesen? Keine Ahnung, kann sein. Wo ist meine Base? Auf der anderen Seite. Ne, jetzt müssen wir... Es ist jetzt sowieso heiß, ich habe kein Wasser. Das Tier ist halb tot. Ich habe gleich keine Pfeile mehr, wenn das so weitergeht. Müssen wir hier erstmal kurz ein bisschen ausharren. So. Ja, das war blöd. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Das hätte lange nicht so viel brauchen dürfen. Aber offenbar ist uns das Glück mal wieder nicht hold. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welche das war. War das die, die wir ursprünglich haben wollten? Ich glaube eigentlich schon. Aber wo ist die jetzt hin? Keiner weiß es. Na, dann werde ich die jetzt erstmal weiter suchen müssen. Die ist schon irgendwo hier unten in die Richtung abgezischt, ne? Ich glaube, die da unten ist es nicht gewesen. Es war schon diese ziemlich weiße. Ja, wie gesagt, bei der Runde, die ich hier so gemacht habe, also
Es gibt so riesige Ruinen, auch hier wieder neue, wo man wirklich reingehen kann, vielleicht sogar drin wohnen kann. Riesige Teile an Orten, wo früher überhaupt gar keine waren. Das ist so, so schön geworden. Ach, ein Traum. Das könnten wir uns natürlich mit so einer Lumantria auch alles relativ easy mal angucken, weil wir da ja einfach dann mal hinfliegen können. Aber dafür muss ich sie erstmal wiederfinden. Ich brauche einfach eine mit Level 5 oder was weiß ich. Keine Ahnung. Schade. Die hätte ich gerne wieder. Ich habe hier eine sehr interessante Entdeckung gemacht. What the heck? Bist du ein Oasisaurus? Was ist das? Mail? Paraceratherium? Wo? Was genau ist das? Ja, also bei meiner Umrundung um die Island, nicht Island, sondern um den inneren Teil von Scorched Earth, habe ich sowohl natürlich Phasolasuchus gesehen, als auch einen Oasisaurier. Der Oasisaurus war auch tatsächlich ziemlich nah hier dran. Was wir dafür jetzt aber überhaupt nicht mehr finden, und wir haben ja gerade eben 3, 4, 5 Stück davon gesehen, sind Lumantria. Jetzt ist nicht mehr eine einzige da. Wir haben auf eine geschossen und alle sind weg. Cool. Die einzige, die da unten war, war irgendwie 110, aber wir haben ja gesehen, dass wir schon die 20er nicht hinkriegen. Warum sollen wir es also mit einer 110er probieren? Nö, macht ja keinen Sinn. 110, ja, genau, sage ich ja. Ach Mensch, nee, ich brauche irgendwie Level 5 oder was weiß ich. Ich kriege ja auch leider nach wie vor keine besseren Bögen, keine besseren Armbrüste, keine besseren Flinten. Deswegen wollte ich mir unbedingt eine Flinte machen. Aber wir dürfen ja alles nicht haben. Ich habe bisher Sättel in Loots gefunden, die waren okay. Aber ansonsten nicht viel anderen Kram. Nichts wirklich Sinnvolles, nichts, was ich wirklich gebrauchen kann. Da hinten fliegt eine Lumantria, es ist mir zu weit weg. Oh, du bist aber auch nicht meine. Level 10. Oh, vielleicht kriegen wir die ja schneller. Aber da unten ist auch schon wieder ein Pegomastax. Ja. Das ist ja auch leider so, sobald ich mir irgendwas, egal was, herstelle, kommt ein Pegomastax und klaut es mir gleich wieder. Ich mache mir ein Zelt, es wird geklaut. Ich mache mir Narcotics, es wird geklaut. Ich mache mir Pfeil und Bogen, die werden geklaut. Also hier gibt es wirklich eine Trilliarde von diesen Viechern. Na gut, dann muss ich halt warten, bis genügend Metall eingeschmolzen ist. Ich muss mir eine Flinte machen, das hat sonst alles hier keinen Sinn. Das dauert einfach alles zu lange mit Pfeil und Bogen. Da kann man einfach nicht so richtig was Vernünftiges zähmen. Wie ihr seht, ich habe auch überall Thylacoleus um meine Base. Überall. Da, der nächste. Auch das ist ein bisschen sehr lästig. Hier, komm, frisst den da. Ja, danke. So, schwupp, schwupp, rin, rin, okidoki. Dann gucken wir doch mal, was unser Metall so macht. Ah, okay, mehr haben wir aber auch nicht. Vielleicht reicht's ja. Kraft, ja, dafür reicht's auf jeden Fall. Hier bräuchte ich jetzt ein bisschen Gunpowder. Aber auch das sollte eigentlich machbar sein, denn wir haben ja Flint und wir haben ja Stein. Und wir haben ja einen Mörser, da packen wir das alles rein. Und dann machen wir erst Spark Powder und dann machen wir Gunpowder draus. So, ich hoffe, wir haben gleich einen nächsten Versuch. Die ist sogar nur Level 15. Jetzt habe ich aber eine Flinte mit Darts. Das heißt, ich müsste, ich glaube, 5, 6 Treffer oder irgendwie sowas. So, die 7. Hallo. Einmal Bolan. Die 5. Und drauf schießen. 1, 2. Ich will das irgendwie aus dem Nahkampf machen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die in der Third Person immer langsamer lädt. Ach, na endlich. Gut. Dann heißt es jetzt Bärchen rein. Also es ist kein Fleischfresser. Sinnvoll hätte ich es ja gefunden, wenn die Honig, also Nektar frisst oder so, wie so ein Schmetterling. Gut, das ist eine Motte. Aber ja, das hätte ich irgendwie sinnvoll gefunden, aber so ist es nicht. Die fressen Bärchen
Und deswegen kriegt sie Bärchen. Und da sind natürlich die Mio-Bären wie immer am besten. Und wir bleiben einfach mit Burt Reynolds hier und passen auf, dass nichts sich ranschleicht. Wir auch mal die Büsche hier direkt in dem Tier wegkriegen. Ja, ihr hört, ne, es kommt schon wieder das nächste Wetterereignis. Es war gerade Sandsturm. Das Geknurre ist, glaube ich, dieser Elektrosturm. Es ist tatsächlich ziemlich, ziemlich nervig. So, zack, 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 zack. Einfach für den Fall, dass es doch irgendwie was anderes fressen möchte. So, und dann räumen wir hier ein bisschen um sie drumherum auf. Da sehe ich auch, wenn irgendwie Ameisen oder sonst was kommen. Einen Sattel habe ich jetzt noch nicht. Ich habe auch noch keinen gelernt. Das würde ich dann aber demnächst mal machen. Okay, 9,1. Das heißt, sie frisst na 11 oder 12 Mal, ne? Und wie viele von den Lilanen hast du? Okay, das sollte auf jeden Fall reichen. So. Jetzt werden wir hier unsere Mahnwache abhalten. Und auf unser Tierlein aufpassen. Denn wir wollen ja auch die Errungenschaft haben, das gezähmt zu haben. Das zählt dann zwar nicht mehr für, du hast alle Tiere gezähmt, das gilt wirklich nur für die Tiere von The Island. Wir wollen ja aber trotzdem alle gezähmt haben und ich bin einfach so ein Collector. Ich brauche diese Häkchen in den Kreisen von den Dino-Dossiers. Lang kann es nicht mehr dauern. Ich befürchte allerdings, er wird noch zweimal und nicht nur einmal fressen, weil er kriegt ja irgendwie 9, irgendwas. Das heißt, ja, also wenn ich Glück habe, schaffen wir es. Aber mal sehen. Wir haben es auch geschafft. Sehr gut. So und so. So, ich habe jetzt den Sattel tatsächlich schon mal gelernt. Erstmal kurz speichern. Den Sattel gelernt und auch hergestellt. Das war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Nee, hier nicht, sondern hier. Und wie ihr seht, habe ich mir doch noch mal ein paar Spikes gemacht, weil da oben die ganze Zeit ein Thylakoleo rumgeschlichen ist. Das war mir nichts. Das ist mir zu unangenehm. So, du kriegst erstmal dein bisschen Panzerung, was du haben kannst. Und dann bringe ich den ganzen Sperrenkram nach Hause. Das wird er jetzt mit uns nämlich wahrscheinlich sowieso nicht tragen können. Ich hoffe, der kann mich überhaupt tragen. Wir müssen auf jeden Fall aber ein Zelt dabei haben. Und ich würde mir ehrlich gesagt ganz gerne auch nochmal irgendwie sowas in Kryopod machen. Muss ich mal gucken, ob ich da schon genügend Material für habe. Wo ist mein Haus da? Genau. So, und dann fliegen wir mal mit dem eine kleine Runde. Ja, was sie auch noch angekündigt haben. Da drüben ist schon wieder ein Thylakoleo. Das ist, dass am 3. Juni, also in ziemlich genau 2 Monaten, The Center rauskommt mit dem Shastosaurus. Also so, wie es ursprünglich ja auch geplant war. Also dieser Riesen-Ichti, sage ich jetzt mal dazu. Das soll dann tatsächlich alles kommen. Das freut mich sehr, wie gesagt, in ungefähr 2 Monaten. Und bis dahin werden wir uns natürlich hier auf Scorched Earth definitiv weiter rumtreiben. Eventuell, ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir hier vorwärts kommen, kann man natürlich überlegen, ob man auch nochmal irgendwie nach The Island wieder zurückkehrt. So, das lassen wir mal lieber sein. Die essen wir mal lieber nicht. Ja, ob man nach The Island zurückkehrt, um da nochmal die Bossfights zu machen, vorausgesetzt, wir haben den vorher hier gemacht, sonst brauchen wir das nicht machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Also im Prinzip ist dann erstmal alles wieder so, wie es sein soll. Also Scorched Earth ist mit dem Phasolasaurus rausgekommen, wie es sein soll. Und The Center kommt mit dem Shastosaurus raus, so wie es ja ursprünglich sein sollte. Und ich kann mir vorstellen, also sie haben ja den Gigantoraptor momentan als Mod auf The Island. Ich kann mir vorstellen, der sollte ja ursprünglich auf Ragnarok kommen. Dass es vielleicht deswegen eine Mod ist, weil sie den dann wieder rausnehmen aus dem, von The Island, sobald Ragnarok rausgekommen ist, und dann ist der da vielleicht mit implementiert. Fände ich zumindest irgendwie sinnvoll. Also so kann ich es mir vorstellen, weil der Phasolasaurus ist ja jetzt hier auch keine Mod, sondern der ist ja mit auf der Map. Genauso wie der Gigantoraptor halt nach Ragnarok gehört. Jedenfalls hätten wir dann alles wieder so, wie es eigentlich sein soll. So, wir werden dir mal kurz einen Namen geben. Pupsi, denn das können die nämlich ganz gut. Die machen so eine komische grüne Nebelwolke.
die sie ausscheiden können. Und wer da reinkommt, der wird langsamer. Ich bin mir nicht sicher, ob man auch Ausdauer verliert. Man wird auf jeden Fall langsamer. Angeblich beschleunigt das auch den Wachstum von Gemüse in Beeten. Das weiß ich aber nicht, ob das wirklich so funktioniert. Okay. Also ich wollte jetzt nochmal nachgucken, was kostet mich nochmal ein Kryo? Viele verschiedene, aber von allem nicht viel. Kristall, also was ich hier drin habe, Metall, oh, Polymer habe ich glaube ich gar nicht. Polymer, Metall, Kristall und Öl, Hide und Fiber. Polymer, Kristall, Turn off, Turn on, was fehlt hier? Obsidian, tja, dann müssten wir uns organisches Polymer holen, das kriege ich aber nur von der Lemantria. Nicht Lemantria, von der Mantis. Aber das können wir ja einfach mal machen. Wir gehen mal kurz hier irgendwie raus und suchen uns mal die erstbeste Mantis. Die haben ja auch immer ganz gutes Werkzeug dabei. Die haben Metallwerkzeug dabei, aber auch Schwerter und Piken. Das ist auch nicht schlecht. Und holen uns da ein bisschen organisches Polymer und dann packen wir alles, was wir brauchen, ein und fliegen damit in Richtung... Wir brauchen nirgendwo hinfliegen. Wir haben ja einen Obelisken vor der Nase. Da können wir ja die Kryotrotz herstellen. Das ist doch ein Plan. Da machen wir uns zumindest schon mal ein, dass wenn ich hier irgendwie in einen Sandsturm gerate, ich zumindest die Lymantria einfrieren kann und mich selber ins Zelt zurückziehe. So zumindest der Plan, falls ich sie denn einfrieren möchte. Also ich meine, wenn ich da im Zelt angegriffen werde, ist es vielleicht besser, ich steige schnell auf die Lymantria auf und wir hauen ab. Das ist vermutlich die bessere Idee. So, Mantissen, Mantiden. Also der Oasisaurus, der war irgendwo da drüben. Wirklich nicht sehr weit weg. Es ist mal wieder total beschissenes Wetter hier. Na, dann werden wir jetzt erstmal hier... Die sind in der Regel hier in der äußeren Wüste, aber es stimmt, ich habe tatsächlich nicht sehr viele davon gesehen. Werde ich mal hier ein bisschen lang strolchen, bis ich eine finde. Mit der Lemantria kann man nämlich nicht kämpfen, deswegen brauchen wir das nicht mit der machen. Und wenn ich eine gefunden habe, dann nehmen wir die aus. Meistens sind sie so in Zweier-, Dreiergruppen unterwegs. Genau, wir nehmen dann eine aus. Dann sollten wir organisches Polymer haben. Vielleicht ein schönes Schwert oder so. Und dann gehe ich wieder zurück. Dann machen wir uns einen Kryopod. Und dann kann unser kleiner Ausflug mit der Lymantria beginnen. So, da drüben sieht man allerdings auch ganz schön. Da ist ein Phasolasuchus. Aber der ist momentan im Boden ein, da wo die Schlange ist. Ab und zu, jetzt sieht man diesen Hügel, der da ist. Aber ich habe gerade gesehen, da hat er sich hier im Kreis bewegt, ist so rumgeslidet. Die können auch rauskommen. Ich habe auch schon draußen welche gesehen. Sehr interessant. Ich dachte, er bewegt sich nochmal. War wirklich wie so ein Sand Shark. Da sieht man nur so ein paar Stacheln, diese Rückenstacheln. Und dann lief der hier so im Kreis rum. Tja, Mantis, Mantis. Gar nicht so einfach. Ich dachte, hier bei den Oasen, da sind meistens welche. Aber irgendwie nicht. Es ist auch so dermaßen düster. Ich kann schon wieder gar nichts sehen. Ah, ist hier vielleicht noch ein Explorer noch, was ich noch nicht habe? Ja, Tatsache. Tada! Ja, komm, mach hinne. Ja, wie ihr seht, das dauert immer noch ewig, ehe so ein Ding mal aufgeht. Na gut, dann müssen wir eben weitersuchen. Ah, da ist zum Beispiel mal einer, der ist ausgegraben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell die sind, auf welche Distanz die angreifen, wie die angreifen. Kann ich alles nicht mit Sicherheit sagen. Level 20 hat der hier auch nur. Die sind schon cool, ne? Die Zähmmethode ist interessant. Also die sind jetzt nicht so total overpowered wie viele von den anderen Tieren, die so als letztes mit ins Spiel gekommen sind. Da ist eine Mantis. Was ich aber auch gut finde. Ich finde, es muss nicht jede neue Kreatur muss immer besser sein als alle anderen, die es schon gibt. Das ist irgendwie so, da macht ja keiner mehr mit irgendwas anderem was. Also ich finde es auch schön, dass es auch mal weiterhin Kreaturen so fürs frühe Spiel, fürs mittlere Spiel, der ist hier glaube ich eher so für die Mitte ganz gut. Also fürs frühe Spiel ist es halt erstmal schwierig, den zu bekommen, weil er ein bisschen aufwendiger ist. 9 Polymer, reicht uns das? Ich bin ein bisschen irritiert, dass die so alleine ist. Normalerweise sind die immer in der Gruppe unterwegs, immer 2 oder 3. Vielleicht finden wir ja gleich hier irgendwo noch einer. Aber es sieht nicht so aus. Das ist ja blöd. 9 ist
bisschen wenig. Ne. Schade. Na gut, vielleicht reicht es ja für einen Kryopod. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, man brauchte 3 oder 5 oder sonst wie viel organisches Polymer. Ja, also reicht dann vielleicht für einen. So, ich habe alles. Die Jaboas quietschen natürlich schon wieder, weil ihnen schon wieder irgendwie was aufgefallen ist. Dass es hier irgendwie demnächst schon wieder ein Wetter gibt. Ach ja, ich sage ja, es ist ein bisschen sehr mühselig. Ich saß jetzt gerade schon mit meinem Zelt in einem Sandsturm fest. Ja, ja, so ist das hier. Okay, ja, wir sind also dennoch mal mobil. Mit dem brauchen wir jetzt nicht auf Loot-Drop-Jagd gehen. Muss ich leider wirklich zugeben. Das wird er einfach nicht schaffen. Der ist jetzt vor allem dafür da, dass wir uns eben die Map mal so richtig angucken können und ein paar Explorer-Notes aufmachen können, die eventuell an Stellen sind, wo wir sonst gar nicht so ohne weiteres rankommen, weil sie zum Beispiel irgendwo oben drauf sind. Viele habe ich tatsächlich jetzt schon aufgemacht, habt ihr ja gesehen. Und ja, ich hatte ja gesagt, also ich fand, dass man die auf Scotched Earth schon immer ziemlich gut gesehen hat, weil hier halt nicht so viele Bäume sind. Ne? Man hat eine relativ große Weitsicht. An sich ist die Map ja auch nicht so gigantisch groß. Und die Ruinen waren halt auch, dadurch, dass es halt keine Bäume gibt, immer schon von Weitem zu sehen. Nun gut, aber ich denke, jetzt wird es dunkel. Ne? Es ist natürlich jetzt Quatsch, jetzt den Rundflug zu machen. Das machen wir dann vielleicht, wenn es wieder hell geworden ist. Andererseits muss ich sagen, oh, guckt euch diese wunderschöne... Mann, ist das herrlich. Ich meine, wir könnten auch an der Stelle einfach für diese Folge Schluss machen und wir gucken uns den Rest dann beim nächsten Mal an. Ja, wie gesagt, also am 3. Juni kommt angeblich The Center raus mit dem Shastosaurus, also mit diesem riesen Ichti, der so einen U-Boot-Sattel hat. Mega cool, freue ich mich schon sehr drauf. Das Oster-Event soll jetzt demnächst kommen, wobei ich habe auch schon was gelesen, da stand zwischen dem 29. dem 11. ab 29. März und 11. April. Also für mich ist jetzt der 6. April. Es gibt kein Oster-Event, also muss das Datum falsch sein. Ja, ansonsten haben wir jetzt eine Lymantria gezähmt, also ein weiteres, inzwischen schon das 4. Special-Tier von Scorched Earth. Und ja, ein Fehlversuch, gut, die ist jetzt ja auch nur total niedrig im Level, ist schon klar. Aber es musste halt erstmal schnell gehen. Hier über die Map, also im Inneren, über den Boden zu laufen, das ist einfach sehr gefährlich, weil es überall Mikroraptoren gibt und die einen ständig von dem Tier runterpullen. Und das machen sie in der Regel immer nur da, wo es auch so richtig schön gefährlich ist. Und deswegen ist es schon wirklich einfacher, man hat was zum Fliegen. Wir werden uns hier natürlich auch nochmal einen Argentavis holen oder einen Tapajara. Mit denen geht es dann halt einfach doch nochmal besser. Aber an dieser Stelle ist diese Folge fürs Erste zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Asa. Bis dann, ciao, ciao.